Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 Borussia Dortmund Karriere. Und heute haben wir wieder folgende drei Spiele, und zwar wenn es gegen Freiburg heimspielen, dann werden wir gegen Köln im Pokal spielen und nochmal in der Liga gegen Bremen. Und ich möchte nochmal ganz kurz sagen, oder mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll Bürki, also hier genau der Kommentar, Bürki verkaufen, dafür Onana holen, Hitz verkaufen, dafür Handanovic als erfahren, der zweite Torwart dahinter, Van der Voort aufbauen, Innenverteidiger, wie gesagt, Todibo und Niakate. Ich habe mir überlegt, ich werde nur den Bürki verkaufen, den werde ich auf die Transferliste setzen, denn Hitz reicht mir als Ersatztorhüter, da brauche ich jetzt keinen Handanovic. Wir können sogar mal ganz kurz gucken, ne? Wie es eigentlich gerade bei Handanovic aussieht, was der eigentlich für eine Gesamtstärke und so weiter hat und wie alt der überhaupt ist, weil ich glaube, der ist 36 und der wäre irgendwie so für 5 bis 10 Millionen zu haben. Handanovic hier unten wäre 36, der hat einen Marktwert von 2,3 Millionen mit einer 88, das wäre relativ interessant. Den packen wir mal direkt drauf, dann eben, genau, Onana können wir dann als Ersatz oder als Stammtorhüter dann holen, als Ersatz für Bürki. André Onana eine 84 mit 24, das ist okay. Und dann Todibo und Niakate. Todibo hat zwar eine Schalke-Vergangenheit, ist aber nicht mehr bei Schalke, der ist jetzt bei Barcelona. Genau, den packen wir, den haben wir schon auf der Liste gepackt, den packen wir und lassen wir ihn drauf. Und eben Niakate, ich möchte halt nochmal einen Ersatz, falls irgendwann der Pisch steckt, ich glaube, der beendet sogar seine Karriere, weiß nicht mehr genau. Nochmal Moussa Niakate, den haben wir sogar auch noch auf der Liste. Dann lassen wir es erstmal so und dann würde ich sagen, gehen wir der Simulation weiter und mal schauen, vielleicht kriegen wir noch in dieser Folge ein Angebot für Bürki. Das ist auch ein Spiel gegen Freiburg, würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel rein, würde ich sagen, sehen wir uns bei der Aufstellung wieder. Und da sehen wir die Aufstellung von uns mit Bürki im Tor, wir haben nur eine Änderung, dann Hummels, Rüdiger und Can, dann Guerreiro, Hazard, Bellingham, Witzel, es kommt die eine Änderung, Sancho ist wieder drin, Marco Reus, natürlich vorne, Erling Haaland. Auf der Bank haben wir dann noch ein Dembélé, Paslak, Brand, Reiner, Piszczek, Zagadou und Hitz. Dann sehen wir direkt die Aufstellung der Freiburger mit Müller im Tor, ist auch ein sehr, sehr gutes Team, mit Günther, Gulde, Schlotterbeck und Schmid. Dann haben wir Huno, Abrashi, Santa Maria, Jiang Wo Yang, Pedersen und Marta vorne. Ja, starkes Team, müssen wir aufpassen. Uphoff, Garcia, Fernandes, Höhle, Heinz, Haberer und Demirovic. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen auf Pedersen, der ist sehr, sehr stark. Ich würde sagen, wir gehen aufs Offensiv und ich wünsche euch hier eine schöne Partie. Axel Witzel spielt durch zu Marco Reus. Schön gespielt, da steht keiner. Marco Reus gegen Flo Müller, 15. Spielminute. Wir gehen mit 1:0 in Führung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir mal wieder in Führung gehen. Denn ich glaube, in der letzten Folge, abgesehen von Waterford, lagen wir immer zurück gegen Gladbach 2:0 und ja gegen die Hertha mit 1:0. Und gegen Waterford war ja eben das 12:0, was ultra aggressiv war. Keiner, was da abging. Aber hier gehen wir endlich mal wieder in Führung, vor allem auch im eigenen Stadion. Ist, glaube ich, auch wieder lange her. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Aber Marco Reus schießt ja das 1:0, keine Chance für Flo Müller. Ja, Freiburg war am Anfang, also nicht so viel gezeigt, sie hat einen guten Ball nach vorne, aber mehr war da auch nicht mehr drin, wir hatten auch eine Chance mit Sancho. Fünftes Tor für Marco Reus ist eigentlich sehr wenig, nach jetzt schon 13 Spielen, aber egal, wir führen 1:0, das ist das Wichtigste. Rafa Guerreiro raus zu Marco Reus, der steht nicht mehr abseits. Jetzt müssen wir das irgendwie schlau machen. Der Spieler weiter zu Jude, der zu Sancho. Sancho könnte im Abseits stehen. Sancho steht aber nicht im Abseits und der erzielt das 2:0 in der 72. Spielminute. Und damit könnte es das schon sein und damit sollten wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Ich hatte echt Angst, dass der SC Freiburg noch kommt mit irgendeiner komischen Aktion in der letzten Sekunde, aber so ist nicht passiert. Wir bringen auch Passlack für Thorgan Hazard. Starkes Spiel für Thorgan Hazard. Er hat kein Tor gemacht, hat auch kein Assist, aber er hat gute Zweikämpfe gewonnen, gute Pässe gespielt. Kein Ding, für, also kein schlechtes Spiel von dem Pokal, das heißt der Passlack spielen. Müssen wir einfach schauen, aber Jadon Sancho erzielt sein 9. Tor in der 72. Spielminute und damit führen wir mit 2:0. Wir gehen auf sehr defensiv. Hier sehen wir nochmal den Wechsel. Wir gehen auf sehr defensiv und halten einfach das Ergebnis und kassieren vielleicht keins mehr. Und lauern noch im Konter, wenn Freiburg noch einen Konter macht. Wir werden nochmal zwei Wechsel tätigen. Giovanni Reina kommt rein für Rafael Guerreiro und Julian Brandt kommt nochmal rein für Marco Reus, weil die zwei aber wichtig sind für das Pokalspiel, müssen da fit sein. Würde ich sagen, machen wir genauso weiter. Schere-Zeit ist an, eine Minute Nachspielzeit, die ist jetzt vorbei und wir gewinnen das Spiel gegen Freiburg mit 2:0. Und da sehen wir beim einmonatigen Scouting-Update, aber da ist leider kein gutes Talent dabei. Sind wir auch in der dritten Runde beim DFB-Pokalspiel gegen Köln, würde ich sagen, sehen wir uns bei der Aufstellung wieder. Da sehen wir die Aufstellung der Kölner mit Horn, Ehesibue, Sörensen, Mary, Hector, Höger, Skiri, Via, Limnios, Du, Duda und Anderson, Zieler, Zichos, Drexler, Modest, Schmitz, Rex Becay und Jan Thiem auf der Bank in einem 4-2-3-1. Sehr starkes Team, Anderson, Duda, Skiri, muss man echt aufpassen, auch in der Abwehr ist Höger, Meri auch gut, Ehesibue ist mit einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga, müssen auf Außen auch echt, echt aufpassen. Unser Team ein bisschen verändert, mit Bürki im Tor, Can, Zagadou, Piszczek, Hazard, Witzel, Delaney, Reina, Brandt, Renier und Haaland, Reus, Paslak, Soboschlei, Guerreiro, Kavbofnik, Morey und Hitz auf der Bank.
Wir wieder in einem 3-4-2-1. Hazard wieder falsch. Die müssen eigentlich mit Witzel tauschen. Was da immer passiert, fragt mich nicht. Wir spielen auch nicht mit Zweiersturm. Und hier unten steht die Formation eigentlich richtig, aber oben ist sie falsch. Na egal, würde ich sagen, starten wir rein. Da spiele ich mit euch eine schöne Partie. Wir gehen auf Offensiv und mal schauen, ob es hier genauso läuft wie gegen Freiburg und dass wir im Pokal weiterkommen werden. Als Erling, der spielt ihn durch zu Julian Brandt. Jetzt muss er dann irgendwo hier in die Mitte kommen. Hier kommt dazu Renier. 57. Spielminute. Renier Jesus macht ja das 0:1 für Borussia Dortmund in der 57. Spielminute. Und das war so wichtig, vor allem weil Köln gerade ausgewechselt hat. Ich glaube, die haben Anderson rausgebracht für, keine Ahnung, Modest, irgendeinen Stürmer auf jeden Fall, glaube ich. Und damit führen wir mit 1:0. Wir bringen Guerrero für Hazard. Nicht Pastak, den bringen wir vielleicht später, weil vielleicht müssen wir noch einen nachsetzen, wenn Köln kommt. Gut, da hätte ich immer noch handeln können, aber ich denke, dass hier jetzt der gute Guerrero die beste Wahl ist. Der Renier hat, glaube ich, jetzt schon 3 Tore oder so. Der ist, glaube ich, jawohl, der hat beide auch, glaube ich, geschossen gegen KSC oder so. Oder 1 zumindest, keine Ahnung. Er müsste 2 gemacht haben, weil jetzt hat er erst 1. Deswegen führen wir mit 1:0, würde ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal auf Defensiv. Und mal schauen, lassen wir erstmal Köln kommen. Wir werden nochmal zweimal wechseln und zwar Koyet einmal Erling Haaland raus für Marco Reus und Reina geht nochmal raus. Für Kabofnik würde ich sagen, machen wir genauso weiter. Renier raus zu Rafael Guerrero. Der muss jetzt wieder irgendwo den Pass reinspielen. Da hinten zu Delaney war optimistisch, aber gut. Jule Brandt steht, glaube ich, im Abseits. Er steht nicht im Abseits. Borussia Dortmund führt mit 2:0. Aber diese Flanke von, ich glaube, es war Guerrero. Leck mich am Arsch. Was bringt, ne, Renier was? Was bringt der für eine Flanke? Bitte zeig nochmal die Flanke. Die Flanke muss ich nochmal sehen. Jawohl, hier sehen wir es. Von Guerrero ist es. Wunderschön zu Delaney. Der kriegt den noch mit dem Kopf und dann steht Jule Brandt nicht im Abseits. Der köpft den an Timo Horn vorbei. Sau stark gemacht. Jule Brandt, glaube ich, jetzt auch sein erstes Tor hier im DFB-Pokal. Wir sehen es nochmal. Jawohl, erstes Tor und damit führen wir mit 2:0. Gehen auf sehr defensiv. Und ich denke mal, damit sollten wir jetzt weiter sein. Nein, nein, das war ein Foul und das könnte Gelb-Rot geben für Lukas Piszczek und das gibt Gelb-Rot für Lukas Piszczek. Der flieht vom Platz wegen so einer blöden Technik. Zum Glück halt nur mit Gelb-Rot und nicht mit Glattrot. Ja, wir sehen es leider nicht mehr, aber damit sind wir noch mit 10 Mann Wahnsinn. Der Schiri zeigt an, es sind 2 Minuten Nachspielzeit. Der Schiri pfeift ab und wir gewinnen gegen Köln mit 2:0. Und dann sehen wir die dritte Runde im Pokal. Wir fangen auf der ersten Seite an. Schalke gewinnt 2:0 gegen Hannover. Berlin verliert 2:1 gegen Leverkusen. Herr Erzgebirge Aue verliert 3:0 gegen Bayern. Freiburg gewinnt 1:0 gegen Braunschweig. Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Stuttgart. Bielefeld verliert 2:0 gegen Frankfurt. Hamburg verliert 2:0 gegen Mainz. Und Köln verliert 2:0 gegen uns. Damit stehen wir im Viertelfinale. Und dann sind wir auch hier beim Spiel gegen Werder Bremen. Auswärts würde ich sagen, starten wir direkt ein Spiel rein. Dann sehen wir die Aufstellung von Bremen mit Capino im Tor, nicht Pavlenka, okay. Dann Friedel, Traoré, Toprak und Gebre Selassie in der Abwehr. Dann Möwald, Eras, Eggestein im Mittelfeld und dann vorne Rashica, Fülko, Kanik. Auf die drei müssen wir richtig aufpassen, denn die sind sehr stark. Dann sind wir noch auf der Bank. Pavlenka, Augustinsson, Fall, Selke, Moisander, Bittencourt und Sargent. Dann sehen wir unsere Aufstellung mit ein paar Änderungen. Bürki im Tor bleibt. Dann in der Abwehr Hummels, Rüdiger, Can bleibt natürlich auch im Mittelfeld. Ist fast komplett ausgetauscht. Guerrero, Paslak, Bellingham, Dahoud. Dann Sancho und Reus und vorne ist Moussa Dembélé. Dann haben wir noch auf der Bank Haaland, Hazard, Witzel, Reiner, Schmelzer, Zagadou und Hitz. Würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Spiel. Und ich wünsche euch hier eine schöne Partie. Wir werden auf Offensiv anfangen und mal schauen, was jetzt hier so passiert. Reus, schön rausgespielt auf Rafael Guerrero, der nicht im Abseits steht. Und warum ist Toprak eigentlich so schnell? Rafael Guerrero, 24. Spielminute. Die Borussia aus Dortmund geht mit 1:0 Führung. Hallo Guerrero, wie geht's dir so? Schön die Kamera drehen zu den Bremen-Fans. Oh mein Gott, ist das asozial. Aber schaut euch mal an, wie schön das gespielt ist. Und da kommt Toprak irgendwie hinterher, obwohl der eigentlich so langsam ist. Und dann ballert der denn so ins Eck rein. Keine Chance für Stefano Capino. Sehen wir hier nochmal, wie er fliegt, aber das Fliegen bringt ihm gar nichts, denn Guerrero schießt es 1:0 und damit gehen wir mit 1:0 Führung, 5. Tor, 24. Spielminute. Melle spielt raus zu Marco Reus, es gab Eckball für Werder Bremen, können wir jetzt hier den direkten Konter fahren, Marco Reus, 40. Spielminute, 0:2 Borussia Dortmund, wir können den direkten Konter einfahren. Kann es wirklich sein, dass wir jetzt die erste Folge haben ohne Gegentor, das wäre richtig stark, also weil ich weiß, wir haben 2:0 gegen Köln gewonnen. Wir führen es 2:0 gegen Bremen und haben 2:0 gegen Freiburg gewonnen, jawohl. Das ist so, stimmt es. Und dann sehen wir hier nochmal Marco Reus, schön nach außen gelaufen. Dann war es irgendwann der Winkel zu spitz, schießen trotzdem noch rein. Stefano heißt er, glaube ich, Capino. Also er muss den Ball halten, keine Frage. Aber Marco Reus macht das 2:0, sein 6. Saisontor in der 40. Spielminute. Jetzt gehen wir auf sehr defensiv und lassen es erstmal ein bisschen ausklingen.
Ja, Sancho kriegt die nächste gelb-rote Karte, oder was heißt die nächste gelb-rote Karte, jetzt auch seine erste gelb-rote Karte. Nach diesem Einsteigen, wir wechseln jetzt Hazard für Bellingham ein, ich will nicht, dass der jetzt auch noch eine gelb-rote gibt, wir sehen es nochmal. Einige da völlig unnötig, aber na, wie willst du die anderen schon stoppen? Ja, gelb-rot, egal, komm, weiter geht's. Bitten Kurt auf Außen, wir müssen dann irgendwie stoppen. Das ist nicht gut gemacht und dann ist Bremen da 1-2, das ist glaube ich Maximilian Eggestein, wenn ich es richtig sehe. Es könnte auch irgendwas ganz anderes sein, das ist Maximilian Eggestein. Oh, Bürki natürlich hält schon wieder keinen Ball und die läuft einfach durch die Bande, gut gemacht. Es kann nicht einmal wahr sein, dass der wirklich keinen Ball hebt. Natürlich in den letzten zwei Spielen kein Gegentor kassiert, aber was ist das halt schon wieder? Ja, gut, war nicht gut gemacht von den Leuten vorher, immer echt da, vor allem Rüdiger, wie der geklärt hat, war nicht gut, gut, kann man jetzt Bürki nichts vorwerfen. Drittes Tor, Maximilian Eggestein, 16 Minuten, müssen wir echt nochmal aufpassen. Wir werden nochmal zwei Wechsel tätigen, wir werden einmal Erling Haaland bringen für Moussa Dembélé und nochmal Marcel Schmelzer, der auch null Bissigkeit hat, werden wir nochmal reinbringen für Rafael Guerrero, werden genauso weitermachen. Nein, wir faulen ihn, weil Bürki wieder so einen Ball spielt, das kann man sich echt nicht erklären. Oh, jetzt werden wir doch noch 2-2 spielen, das kann nicht sein. Ey, bitte nicht, wer ist es? Füllkrug. Niklas Füllkrug, Bürki, mach einmal was deinem Leben richtig, er verschießt. Danke, Füllkrug, du geile Sau. Mann, bist du eine geile Sau, er verschießt einfach. Jetzt müssen wir über die Zeit bringen, sonst, ey, das kann nicht wahr sein. Bei Bayern gewinnt ihr 14. Spiel im 14. Also 14 Spiele nach 14 Spielen. Nach 14 Spielen 14 Siege, mein Gott. Deswegen müssen wir uns echt hier unbedingt noch anstrengen. Jetzt kommt nochmal Dahoud, der nochmal den Ball verliert. 2 Minuten Nachspielzeit und wehe. Wir hätten es einfach nur die Zeit bringen müssen. Jetzt faulen wir nochmal ganz kurz, dass vielleicht nochmal unterbrochen wird. Das könnte jetzt aber richtig eng aussehen. Die 2 Minuten sind rum. Bitte nicht nochmal faulen, aber einfach nur weghalten. Und weg. Und weg. Schiri pfeift ab und der Schiri pfeift ab und wir gewinnen gegen Bremen mit 2-1. Und dann sind wir auch hier am Ende der Folge. Würde ich sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Haut rein, bis dann und tschüss.